Hey Leute, ich bin Martin von der P-Garage und heute geht's mal wieder um den A7. Und zwar haben mich in den letzten Wochen etliche Leute gefragt: Hey Martin, der A7 ist doch so ein teures Auto. Ich erzähle euch heute ein bisschen darüber, wo der A7 kostentechnisch liegt und wo man vielleicht den ein oder anderen Cent sparen könnte beim nächsten Servicetermin beim Audi-Haus. Dann kommen wir auch direkt zum ersten Punkt auf meiner Liste der teuersten Sachen für den Audi A7. Die teuersten Sachen monatlich beim Audi A7 sind definitiv Sprit und Versicherung. Beim Sprit fahre ich den Wagen unter 8 Liter Diesel. Ich tanke meistens Aral Ultimate, einfach aus dem Grund, ich habe das Gefühl, der Wagen läuft dann ruhiger, ich verbrauche weniger, habe ich mir definitiv ausgerechnet. Und meiner Meinung nach hat der Wagen auch mehr Durchzug, also mehr Leistung. Das sind einfach so Punkte, die mich da dazu veranlassen, Aral Ultimate zu tanken. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Schmarrn, das ist genau der gleiche Diesel wie bei allen anderen Tankstellen auch. Der andere wird sagen, boah, ja, ich tanke auch nur Aral Ultimate, super, kann ich nur empfehlen, alles top. Geteilte Meinung. Außerdem will ich in dem Video auch nur darstellen, was ich für Erfahrungen gemacht habe, preislich und mit den Werkstätten. Der ein oder andere wird jetzt sagen, boah, aber ich habe meine Bremse viel günstiger bekommen, ich habe nicht so viel bezahlt. Der andere wird sagen, boah, aber bei mir war das viel teurer und kann gar nicht sein, dass man solch günstige Preise bekommt. Ich fahre den Audi A7 mit 8 Liter Diesel. Das sind bei ca. 1,25 Euro sind es doch 260 Euro im Monat, weil ich bin so 30.000 Kilometer im Jahr unterwegs. Allerdings muss ich sagen, das Fahren mit dem Audi ist ultra angenehm und deswegen fahre ich auch so gern und so viel mit dem Wagen. Der nächste Punkt auf der Liste ist die Versicherung. Der Wagen würde jetzt ca. 205 Euro Versicherung monatlich kosten. Dann haben wir aber wirklich eine Vollkaskoversicherung, mit der alles abgedeckt ist, in meinem Fall jetzt, dass wirklich jeder über 24 mit dem Wagen fahren darf. Aus meiner Sicht ist es einfach von Vorteil, dass jetzt meine Eltern auch mit dem Fahrzeug fahren dürfen und meine Freunde, die über 24 sind. Wenn ich jetzt irgendwo länger hinfahre und wir machen Fahrerwechsel, weil wir sagen, okay, lass uns nach 2-3 Stunden tauschen, dann ist in dem Moment, wenn was passieren sollte, auf jeden Fall die fahrende Person versichert. Dann habe ich noch AdBlue aufgefüllt, habe circa 50 Cent den Liter bezahlt. Das kann man inzwischen an sehr vielen Standorten machen. Beim A7 ist das relativ einfach. Da ist hinten neben der Tankeinfüllstutzen noch ein zusätzlicher Einfüllstutzen mit blauem Deckel extra für das AdBlue. Und jeder, der sich wundert, oh, ich kriege das aber gar nicht auf. Kleiner Tipp, ihr könnt das mit dem Bordwerkzeug, könnt ihr das aufmachen. Dann ist es noch so, dass man AdBlue mehr als 5,6 Liter, 5,7 Liter auffüllen muss, damit das System erkennt, es wurde vollgetankt. Ganz wichtig, niemals ohne AdBlue fahren. Geht auch gar nicht, die meisten Autos starten dann nicht mehr. Ist aus dem Grund sehr wichtig, dass ohne AdBlue hätten wir keine sauberen Abgase und wir würden in dem Fall eine Steuerhinterziehung machen. Und deswegen startet das Fahrzeug nicht mehr. Dann habe ich mal hier meine Inspektions- und Wartungsliste rausgekramt. Und zwar ist dort dann der zweiteuerste Punkt das Getriebeöl gewesen. Also ich habe schon den zweiten Service gemacht beim A7. Und dort hat das Getriebeöl deutlich eingeschlagen. Ich habe das Motoröl selber mitgebracht. Ich habe das privat gekauft. 6,5 Liter für 36,84 und dann hat mich der Kundendienst doch mal 805 Euro gekostet, also unter 850 Euro für den zweiten Kundendienst ist wirklich extrem günstig. Beim ersten Kundendienst liegt man so zwischen 500 und 700 Euro, je nachdem. Ich empfehle euch da einfach verschiedene Audi-Häuser anzurufen, nachzufragen, euch ein Angebot zukommen zu lassen und dann auch da versuchen noch was rauszuhandeln. Ich in meinem Fall habe zum Beispiel noch eine kostenlose Klimadesinfektion und Reinigung mit dazu bekommen.
die normalerweise auch einen Wert um die 80 Euro hätte. Der Wagen wurde komplett innen ausgesaugt und außen frisch gewaschen. Und ich habe mal geschaut, 200 ZEs dauert der zweite Kundendienst. Dazu kommen noch Staub- und Pollenfilter, Getriebeöl und Flüssigkeitsstände prüfen und ja, genau, die Klimadesinfektion, die ich aber nicht bezahlen musste. 200 ZEs sind 2 Stunden. Audi rechnet in 100 ZEs gleich 1 Stunde. Was wird in den 2 Stunden gemacht? Es werden alle Lichter geprüft. Es wird das Motoröl gewechselt, der Ölfilter getauscht. Es wird das komplette Fahrzeug durchgeschaut, ob alle Dichtungsbälge in Ordnung sind, ob keine Flüssigkeiten auslaufen. Es wird, ich schau mal schnell nach, es wird das Reifenreparaturset auf Vollständigkeit überprüft und das Ablaufdatum. Weil wenn das Reifenreparaturset abläuft, dann funktioniert diese Flüssigkeit nicht mehr richtig. Und ganz wichtig, die Verbandstasche. Die Verbandstasche kann bei jeder Polizeikontrolle überprüft werden. Und wenn die dann dort abgelaufen ist, dann habt ihr ein kleines Problemchen. So, was gibt's noch? Scheibenwaschanlage, Spritzbild prüfen, Scheinwerferreinigungsanlage Funktion prüfen, die Scheibenwischer werden geprüft. Und das ist auch sehr cool, wenn ihr den Audi zu Audi in Kundendienst bringt. Dann hat normalerweise der Serviceberater direkt für euch Zeit. Das bedeutet, er kann direkt mit euch das Fahrzeug auf eine Hebebühne fahren, kann mit euch zusammen das Fahrzeug anschauen, ob das schon mal irgendwelche Mängel vorweist, vom richtigen Kundendienst, vom richtigen Durchchecken, ob die Bremsen okay sind, ob das Fahrzeug irgendwo Beschädigung außenrum vorweist. Punkt Getriebeöl. Das Getriebeöl muss abgekühlt werden. Es darf nicht über eine bestimmte Temperatur abgelassen werden, da sonst Komponenten im Automatikgetriebe kaputt gehen könnten. Anschließend muss das frische Öl hochgepumpt werden. Dann muss man den Wagen laufen lassen, dass das Öl eine bestimmte Temperatur bekommt, um dann die Schraube wieder aufzumachen und entweder Öl nachzufüllen, dass der Füllstand passt, oder das Öl abzulassen. Und das Ganze dauert ca. 90 ZEs. Dann können wir ganz einfach zusammenrechnen. 200 ZEs, Inspektion 90, Getriebeöl ersetzen, 10 Staub- und Pollenfilter und noch ein paar Kleinigkeiten sind nochmal 50 ZEs. Dann sind wir schon ca. bei 350 ZEs. Dann muss der Wagen allerdings noch bei einer Probefahrt überprüft werden, gewaschen werden, ausgesaugt werden, etc. etc. Das bedeutet, wenn ihr den zweiten Kunden nicht bei eurem Audi fällig habt, dann plant circa einen Tag ein. Die Werkstatt braucht die Zeit einfach, um mit dem Fahrzeug alles durchzuführen, was fällig ist und dass ihr auch wirklich dann sicher sein könnt, dass alles top in Ordnung gemacht wurde. Dann habe ich noch nachgefragt, was denn die Bremse an der Vorderachse kosten würde, wenn diese fällig wäre. Das wären zwischen 1200 und 1400 Euro für Scheiben und Beläge inklusive Umbau. Und für die hintere waren es zwischen 600 und 700 Euro, auch wieder Scheiben und Beläge inklusive Einbau. Wir haben hier ein Fahrzeug, das kann offiziell bis 250 km/h fahren. Und es muss natürlich auch gegebenenfalls die Möglichkeit haben, aus diesen 250 Stundenkilometer diese 2 Tonnen des Fahrzeugs in Stillstand abzubremsen. So Leute, das war's für heute vom Audi A7. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Hier unten könnt ihr abonnieren und hier geht's zu meinem nächsten Video. Danke euch. Ciao.